So, willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich will neue Zauber Ich will lernen. Neue Zauber lernen. Was hast du denn für mich? Eispfeil, Feuerball. Und da seht ihr, erster Stufe, erster Kreis, Zauber kosten 5 Lernpunkte, zweiter Kreis 10. Und die im dritten Kreis werden dann wahrscheinlich 15 Lernpunkte brauchen, was zufällig genauso viele sind, wie ich habe. Die Frage ist nur, wer kann mir Eisblock beibringen? Die Meinung kennst du ja schon. Unterweise mich. Unterweise. Genau, Angst mit Lochwunden. Was? Licht kosten einen Lernpunkt? Sich ja so okay. Vielleicht sind Kampfzauber auch ein bisschen, teurer als andere Zauber. Habe ich denn einen Eisblock? Wer erzählt denn sowas? Nein. Denn ich brauche ja auch eine Schriftrolle dieses Zaubers für die Erstellung der Rune. Gerüchte. Unterrichte mich? Eisblock! Wird sich das jemals ändern? Moment, ist Eisblock wirklich der dritte Kreis? Warum kostet der nur 10 Lernpunkte? Ich dachte, der dritte kostet 15. Vielleicht täusche ich mich ja auch und es ist je nach Mächtigkeit oder so. Aber hier sind noch zum Glück die Bücher. Ich hoffe, ich habe das Richtige. Ha, sehr gut. Ich habe das richtige Eisblock. Genau, Gletscherquarz, Aquamarin und eine Formel für den Zauber. Ach nee, eine Spruchrolle. Genau, die Formel lerne ich. Eisblock, Gletscherquarz, Aquamarin und einen Eisblock. Hey. Unterricht. Hast du Eisblock? Nein. Ah, Feuersturm kostet 15, okay. Feuersturm ist auf Stufe 3. Der ist einfach nur hier und freut sich. So, was habe ich denn von den Zutaten? Schauen wir doch mal. Ich habe ein Bergkristall. Das ist nicht so gut. Nicht das, was ich brauche. Ich habe Gletscherquarz zweimal. Aber ich habe keinen Aquamarin. Hey, du! Zeig! Hast du einen Aquamarin? Nein. Du hast nur die ganzen Verwandlungsdinger, gell? Perle, Hornmuschel. Ne. Was kannst du mir denn so beibringen? Hey, du! Das müssten diese ganzen Verwandlungen und so sein, ne? Und? Ja, genau. Ne, Erschaffung sogar nur. Gut, der hier verkauft nix, oder? Meine Meinung kennst du ja schon. Ne, der verkauft nix. Das ist doch lange bekannt. Die da drin verkaufen auch nichts. Ich glaube, der Alchemist unten verkauft was. Und wer auf jeden Fall Dinge verkauft, ist der hier, Gorax. Ich nehme mal ein Aquamarin und eine passende Schriftrolle, bitte. Zuerst mal den Aquamarin. Verdammt, ich habe keinen Aquamarin. Habe ich den in der Stadt verkauft? Das wäre sehr ärgerlich. Okay, erstmal hier. Eisblock wollte ich, genau. Eisblock kostet 100. Habe ich einen gekauft? Ja, ich habe einen Eisblock gekauft, hier. So, dann wollte ich von dem ja auch noch den Zauberstab. Benötigtes Mana 25 habe ich, benötigte Stärke 30. Habe ich auch. Ah, 900 kostet der, 900. Und ich brauche 30 Stärke, die habe ich. So, wenn ich die 900 brauche, da könnte ich ihm doch zum Beispiel das Paladin-Schwert verkaufen. Denn ich habe ja für die gleiche Stärke mit mehr Schaden den Piratensäbel. Leider kriege ich nur... Was? Ich kriege nur 90 dafür? Das ist ja voll wenig. Sind die Preise eventuell davon abhängig, wem ich was verkaufe? Das kann natürlich sein. So, gut. Du kannst zum Beispiel... Was kann denn von mir haben? Was habe ich denn hier? Das suchende Irrlicht. Den da zum Beispiel, den brauche ich nicht. Den da hätte ich gerne noch. So, vergessen habe ich 8-mal, ist aber irgendwie nicht wirklich viel wert. Was hätte ich denn, was viel wert wäre? So, ich habe hier zum Beispiel die Ornamente auf der Karte von Corinnes. Das heißt, also was ich auf jeden Fall nicht brauche, ist die Stadtkarte Corinnes und die Landkarte Corinnes brauche ich auch nicht. Ich habe ja die Ornamentkarte. So. Dann, Felle sind halt irgendwie auch nichts wert. Ach komm schon, ich brauche doch irgendwie noch ein bisschen Gold. Naja, 110 brauche ich noch. Und ich brauche einen Aquamarin. Wo kriege ich den her? Ich frage mal den Alchemisten unten. Ansonsten werde ich mal zur Taverne gehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dem das verkauft habe. Die am Marktplatz, die handeln ja leider nicht mehr mit mir. Ist ein bisschen ärgerlich. Hey, du! Kannst du... Ach so, nee, wie warte viel? Mal.
kann bei ihm lernen, wie man ein Ding macht, und er kann mir Dinge brauen, aber ich kann nichts bei ihm kaufen. Ich habe die Erlaubnis, das Auge Innos zu holen. Vielleicht darf ich ja jetzt da hinten rein. Darf ich jetzt da hinten rein? Es ist hier... Nein, darf ich nicht. Okay. Hm, gut, dann habe ich hier leider auch keinen Aquamarin. Wie viel Mana habe ich noch? Ich glaube 0, genau. Ich habe mich hier teleportiert. Ach ja, okay, das hat ja nicht geklappt mit dem Zauber. Ich könnte versuchen, einen anderen Zauber zu lernen. Vielleicht Feuerball oder so. Ah ja, komm, warum eigentlich nicht? Komm, lerne ich Feuerball. Ist doch okay. Kann man doch machen. Vergessen, Feuerpfeil. Habe ich Feuer... Oder, nee, ein kleiner Feuersturm war das, Stufe 3, ne? Genau, da habe ich ja die Rune schon. Die... Nicht die Rune, sondern die... Die Schriftrolle. Und? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Kleiner Feuersturm. Wer war das? Der Möge... Ist das? Ja. Möge Innos mich beschützen. Ich weiß. Wo ist der mit dem kleinen Feuersturm? Warst du das? Das warst du das, oder? Das und warst das du, oder? Du ja schon. Nee, warst du nicht? Von selbst ist er nicht. War's draußen? War es Milton? Warum erfahre ich das jetzt erst? Naja, hey, vielleicht war es doch der hier. Ich bin ja immerhin unter den Feuermagiern, von daher ist ja hier der kleine Feuersturm gar nicht mal so verkehrt, würde ich mal sagen. So, was brauche ich für den kleinen Feuersturm? Für den kleinen Feuersturm brauche ich Pech und Schwefel jeweils einmal und die Schriftrolle habe ich. Pech habe ich auch schon gesehen. Und Schwefel habe ich auch. Sehr gut. Ich brauche natürlich noch einen Runenstein. Davon habe ich 3. Gut, dann kann ich mir immerhin einen kleinen Feuersturm hier erzeugen. Und damit mache ich dann... Wie viel Schaden? Statt 25 mache ich dann... Für das fünffache Mana mache ich 4-mal so viel Schaden. Ja, das heißt aber bei Gegnern ab Magieresistenz 25 hat sich es eben doch gelohnt. Also bei Gegnern mit Magieresistenz 25 mache ich genauso viel Schaden, und wenn die Magieresistenz höher ist. Nee, Blödsinn, warte mal. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 14 Uhr. Komm, bis zum nächsten Morgen. Ist okay. Blödsinn, mit 25 Magieresistenz könnte ich gar keinen Schaden machen mit dem Feuerpfeil. So, ich möchte... zur Taverne. Dahin. Denn ich glaube, mein Aquamarin habe ich hier verkauft. Vielleicht kriege ich auch ein bisschen mehr Geld für meine Waffen. Das ist eine schlimme Sache. Hast du schon mal einen Teleporterstein benutzt? Bist du wahnsinnig? Solange mir kein Wassermagier sagt, dass sie ungefährlich sind, werde ich mich ihnen keine 10 Fuß nähern. Sie haben mich damit beauftragt, einen dieser Teleportersteine zu verstecken. Und das ist auch schon alles, was ich damit zu tun haben will. Verstecken? Wo ist dieser Teleporterstein? Ist das wirklich im Süden. Nicht weit von meiner Taverne entfernt ist eine Höhle. Da haben die Wassermagier einen dieser Dinger gefunden. Glaubst du wirklich daran? Den würde ich gerne mal sehen. Kann ich diesen Teleporterstein mal sehen? Von mir aus. Hier hast du den Schlüssel. Ich habe den Eingang verbarrikadiert. Du verkaufst Minenanteile? Klar, von mir kannst du alles bekommen, wenn der Preis stimmt. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. So, kriege ich hier mehr für meinen Paladin, für mein Paladin-Schwert? Nö, auch nur 90. Schade. Ein Aquamarin, wer sagt's denn? Den hätte ich gerne. Den habe ich hier wohl mal vertickt, als ich Geld gebraucht habe. Ich Idiot. Gut, ich kann natürlich Pfeile und Bolzen verkaufen. Die brauche ich auch nicht wirklich. Dolch brauche ich auch nicht. Schwere Äste kann ich verticken. Beil brauche ich nicht. Kampfstab würde ich gerne behalten. Degen brauche ich auch nicht. Rostige Axt, grobes Kriegsbeil brauche ich nicht. Grobes Breitschwert brauche ich nicht, das Schwert hier ist besser. Und noch besser ist natürlich der Wolfszahn, von dem ich 2 habe, das heißt, das kann auch weg. So, und da habe ich auch schon 1200 Gold, wer sagt's denn? Das reicht doch immerhin schon mal für für den Kampfstab. So, ich bin nach Süden, von hier aus zum Teleportstein, wo ist der? Ja, in diese Richtung müsste das sein, ne? Gibt's hier irgendwo Gegner? Durian, den habe ich schon besiegt. Scavenger, hey! Guck mal. Ich bin ja immer noch am Leveln, ne?
Sehr schön. Und immer noch ein bisschen Fleisch dazu. Und was tun denn bitte die Skelette hier? Goblinbären. Gut zu haben. Was wollte ich gerade? Ach ja, richtig. Ich schätze mal, das ist hier so links, oder? Ah, ein Suchender. Andererseits, ich habe ja meinen neuen Zauber, ne? Vielleicht... Naja, lieber nicht. Lieber nicht. Ich will erst noch meinen besseren Stab dafür. Moment, hier geht's nicht zu der Höhle. Hier geht's zum... zum Bauernhof. Und mein starker Zauber hat dem Lurker sehr viel Schaden gemacht. Sehr gut, sehr gut. Nichts zu plündern. Aber so wie das aussieht... Nichts zu plündern. Ich meine, das kostet 25 Mana, ich habe 45. Das heißt, ich kann den Zauber genau einmal machen. Das ist halt nicht so gut. Also ich müsste dringend meinen Mana noch ein bisschen steigern. So, noch einmal. Noch 15, da kann ich ihn nochmal ausführen. Und da kann ich den einen Lurker nochmal schwächen. Und zum geschwächten Lurker und einem kompletten Lurker. Oh, wow, hey, geil, das macht Flächenschaden. Das macht Flächenschaden, wenn mehrere Gegner direkt nebeneinander stehen. Das finde ich ja super. Da unten liegt was, oder? Oder bilde ich mir das ein? Nee, keine Ahnung, ist mir jetzt zu gefährlich. Aber hier in der Mitte des Sees gibt es ja auch nochmal das Versteck von dem Piraten. Das ist ja auch noch eine Quest, die ich erledigen will. Irgendwann, so nebenbei. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt eh schon hier bin und mittlerweile eh stark genug bin, um Lurker zu besiegen, dann kann ich ja hier auch gleich beides gemeinsam tun. Ich muss ja irgendwie leveln, ne? Muss ja irgendwie stärker werden. Und warum nicht, indem ich Quests... Wisst ihr, ne, so... So, hier. Sind es zwei? Verdammt, ich glaube, es sind zwei, oder? Ne, war nur einer. Okay. Und ich muss sagen, hier dieser Lurker auf dem Wasser, das hat so ein bisschen was vom ersten Teil, wo ich auch den Lurker auf dem Damm besiegt habe. Ich frage mich, ob das nicht eine Anspielung ist darauf. Das könnte ja gut sein, ne? So, hier wächst auf jeden Fall ganz schön viel Zeug. Ist ja irgendwie auch zu erwarten. Mit so viel Wasser und so viel Lurker-Exkrementen. Ich weiß nicht. Klar, ist ja auch Dünger, oder? Also ich meine, das ist zwar kein Säugetier, aber... Warum soll es davon abhängen, ob es ein Säugetier ist oder nicht? Ich glaube auch Lurker-Kot dünnt. Nun gut. Dann hacke ich mal hier ein bisschen rum. Und bin gespannt, was ich finde. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, ein Lederbeutel. Steht da Greg drauf? Der Name des Piraten. Keine Ahnung. Aber ich will den mal lieber nicht öffnen. Oder wie war genau die Quest? Die Quest war doch... Was, aufs Maul? Nee. Es war... Ui, wo war das denn? Keine Ahnung, wo war das denn? Das Experiment? Nee. Das war danach. Joe war es nicht. Banditenüberfälle waren es nicht. Wo war das denn? Lucia war es nicht. Boah, das war es auch nicht. Gut. Gefälschte Minenteile. Ich muss herausfinden, wer sie verkauft hat. Serpentis will die falschen Papiere alle haben. Da war was, genau. Den will ich kaufen. Also den muss ich kaufen. Von dem Händler, der sie vertickt. Also von Orlan an der Taverne. Das hier ist deine Hütte? Ja, warum? Was stimmt damit nicht? Hast du keine Probleme mit den Söldnern? Solange ich sie bei ihren Geschäften nicht störe, lassen sie mich auch in Ruhe. Außerdem sind es gute Kunden von mir und ich bezahle sie dafür, dass sie in meiner Abwesenheit auf mein Haus aufpassen. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Nein! Gut, pass auf, es gibt einen einfachen Trick. Wenn du zuschlägst, holst du nicht die Kraft aus dem Arm, sondern aus deinem ganzen Körper.
Dreh die Hüfte, zieh die Schulter nach vorne und gleichzeitig streckst du den Arm aus. Wenn du richtig triffst, wirst du den Unterschied merken. Ich werde mich da nicht einmischen. Noch besser? Zeig mir, wie ich... Wenn du... Okay, ich kann bei ihm aber Stärke erhöhen, finde ich gut. Gut zu wissen. Was verkaufst du denn so? Zeig mir deine Ware. Die Auswahl ist nicht... Ja, das ist schon in Ordnung. Was verkaufst du denn so? Ein Amulett der Kraft, Stärke plus 10. Ja... Wenn er das nicht sieht, kann ich ihn auch nicht. Schwerer Kriegshammer, hui. Zahlst du denn gut für die Waffen? Fände ich mal eine wichtige Frage. Das ist wirklich nicht mein. Nö, der zahlt genauso wie alle anderen, also kann ich es auch hier verticken. Ach ja, das lohnt sich ja irgendwie alles gar nicht so wirklich. Hui, 20 maximale Lebensenergie plus 20, dauerhaft, für 1500. Das ist großartig, das hätte ich gerne. Das ist leider nur gerade sehr teuer und ich kann es mir nicht leisten. Das habe ich früher auch immer gesagt. War da nicht gerade ein Suchender? Wo ist denn der hin? Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ah ne, 40 sogar nur. Leute, die gehören mir. Ein Mist viel weniger. Meine Erfahrung, meine Gegner. Nur um das klarzustellen. Ups. Da ist nichts zu holen. Nee, aber da ist noch was zu holen, genau. So. Wenn ich schon mal hier bin, komm, gehe ich mal zu dem Steinkreis und hole das Ornamentbruchstück. Das ist ja zumindest das von den Ornamenten, wo ich am einfachsten dran komme. Hier gibt's keine Gegner. Wahnsinn. Gibt's hier Schalter? Hier waren doch bestimmt irgendwo Schalter, oder? Nicht? Aber beim ersten Steinkreis bei Lobard waren ja Schalter. Und da gab's immer schön Erdbeben danach. Was? Verdammt. Ah, da ist ein Schalter. Ja, und jetzt? Ach, der läuft da auf dem Weg. Uiuiuiuiui, der hat er fast getroffen. Da ist noch einer. Suchender, wo bist du? Suchender. Da hinten. Gut. Gut, einfach. Ah, da ist ja einer. Hui, direkt vor mir. Ach, du Heilige. Ich bin dann mal weg, ne? Das geht ja mal gar nicht. Nee, lass mal. Verschwinde mal wieder. Ich will zu diesem Steinkreis. Ich will nur das Ornament. Meine Güte. Ich meine, ich bin ja froh darüber, dass die Viecher mich nicht verfolgen ewig. Da kommt er ja wieder. Du Arsch. Du Arschgesicht. Ja, jetzt mach, dass du wegkommst. Ich will das Ornament. Okay, alles klar. Planänderung, ich gehe nicht dorthin. Oh Mann. Naja, was soll's. Hey, ich hab immerhin... Eine Sache ist gut. Moment, kann ich mich... Ich kann doch hier... Ich muss doch jetzt nicht... Ja, eine Sache ist gut, wollte ich gerade sagen. Ich habe genug Gold für... meinen Kampfstab für den nächsten... Hey Greg, ich hab Gold gefunden. Hey, du. Wo genau hast du nochmal deine Sachen vergraben? Also, auf dem kleinen See mit den zwei Wasserfällen. Ja, da war ich oben grade. Auf dem Weidenplateau habe ich... Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasser. Es führt eine Treppe hinunter in dem Talkessel am Ende der... Ja, alles klar. Alles klar? Wie man's nimmt. Diese... Ich hatte erwartet... Die, aber wenn du mich fragst, sind das alles... Das kennen wir schon. Kennen wir gar nicht. Was wolltest du denn von den Söldnern? Das weißt du doch. Ich suche diesen Kerl in der roten Rüstung. Aber die Idioten hier wissen auch nicht, wovon ich rede. Ich vermute, du suchst einen Kerl namens Dexter. Verdammt, ich hab keine Ahnung, wie der Kerl heißt. Ich weiß, wo du ihn finden kannst. Tatsächlich? Erzähl! Nicht weit von hier. Er ist offensichtlich der Anführer einer üblen Bande von Banditen. Ja, das ist er! Ich wusste, dass er sich hier irgendwo verkrochen hat, die alte Landratte. Ich muss jetzt nur noch in den Kellerlöchern und Rattennestern in der Gegend hier noch sehen. Den Schweinehund finde ich schon, da brauche ich deine Hilfe nicht mehr. Na, wenn du meinst. Gut, aber was ich gerade sagen wollte ist, ich kann ja hier bei den... Hui, da ist ein Suchender...
Ich kann ja bei den Söldnern, beziehungsweise bei den Bauern, kann ich mich ja in die Hütte legen. Da habe ich ja schon das mir erkämpft. Dieses Recht. Dann habe ich mein Mana wieder, dann werde ich mich ins Kloster teleportieren. Jaha, und ich kann natürlich nochmal nachschauen, ob ich dieser netten Dame hinter dem Tresen irgendwas Wichtiges verkauft habe, was ich noch brauche. Wenn ich schon mal dabei bin. Was willst du? Machst hier einen auf feinen Magier, was? Ich sag dir was. Egal, welche Klamotten du dir auch anziehst, ich durchschaue dich. Für mich bist du nur ein kleiner, schmieriger Tagedieb, nichts weiter. Das war doch schon vorher klar. Was ist dein Problem? Leute von deiner Sorte kenne ich. Große Schnauze, nichts dahinter. Jemand, der sich groß rausputzt und von seinen Heldentaten prahlt, ist mir zuwider. Erst gestern noch habe ich einem der Jungs hier die Fresse poliert, weil er behauptet hat, dass er einen schwarzen Troll mit einer Hand auf dem Rücken zur Strecke bringen kann. Man weiß gar nicht mehr, ja, und? Was soll das heißen, ja und? Hast du überhaupt schon mal einen schwarzen Troll gesehen, du Großmaul? Weißt du eigentlich, wie groß diese Ungeheuer sind, Mann? Wenn du ihnen nur einen Schritt zu nahe kommst, reißen sie dich glatt in Stücke. Interessiert mich nicht. Ist auch besser für dich. Von mir erfährt keiner was. Ich hätte ihm jetzt sagen können, dass ich den schwarzen Troll verhaue, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, weil ich dann wahrscheinlich Beweise liefern muss. Nee, lass mal. Lass mal. Vor allem, wenn wir dann aufs Maul hauen, darauf habe ich auch keine Lust. So, 11.12 Uhr bis Mittag. Mittags ist dann 12 Uhr, genau am selben Tag. Ab zum Kloster. Und damit endet die Folge, so wie sie angefangen hat, hier beim Kloster. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und beim nächsten Mal werde ich dann mit einer neuen Waffe in der Hand durch die Lande ziehen. Mit einem stärkeren Zauber und einer besseren Waffe. Welche nehme ich? 20 Mana-Bonus oder 5 Schaden mehr? 20 Mana-Bonus wäre mächtig, weil ich dann zweimal zaubern kann. Muss ich schon sagen, ne? Andererseits, 2 Talent-Bonus ist halt auch cool. Und den meisten Schaden mache ich schon mit der Waffe und nicht mit dem Zauber. Ich nehme den. So. Kann ich ihn ausrüsten? Ich hoffe doch, oder? Nein? Ja. Den kann ich ausrüsten. Sehr schön. Gut. Also dann, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.